Die Wall Street hat ein paar Schwierigkeiten damit, die heutigen Inflationsdaten einzuordnen. Deswegen sehen wir ein Auf und Ab. Zunächst mal mit Veröffentlichung der Daten etwas nach unten, dann wieder nach oben, dann nach unten nach Wall Street, Eröffnung 15:30, dann stark nach oben, zuletzt als ich geguckt habe, wieder nach unten, weil schlichtweg diese Daten, naja, schwer einzuordnen sind. Die kamen um und bei wie erwartet, aber nach den gestern tiefer ausgefallenen Erzeugerpreisen hätte man sich da schon mehr erwarten können. Und so sehen wir, dass die Zinssenkungserwartungen in Richtung eines 0,5er Schritts der Fed im September doch deutlich zurückgegangen sind. Das ist das eine. Und das andere, und das ist unter anderem die These hier in diesem Video, wird sich jetzt der Fokus sowohl der Fed als auch der Märkte mehr und mehr in Richtung Wirtschaft und Rezession verschieben. Also um die Frage, werden wir eine Rezession bekommen, ja oder nein? Und der Fokus oder die Indikation für diese Frage ist der Arbeitsmarkt. Das hat die Fed ja selber auch öfter gesagt. Ja, wenn der Arbeitsmarkt jetzt richtig schwächelt, dann könnten wir die Zinsen vielleicht schneller senken, aber wenn nicht, dann eben auch nicht. Schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie reingekommen sind, respektive wie die Märkte darauf reagieren. Hier sehen wir es nochmal. Ja, wir sind zum Vorjahresmonat, sowohl in der Kernrate als auch in der Headline-Zahl mit 2,9 und 3,2%, ein Ticken niedriger, respektive nur bei der Headline-CPI mit 2,9 ein Ticken niedriger, aber wir sehen, dass die Supercore wieder gestiegen ist. Das war im letzten Monat noch anders. Da war diese Supercore, das ist die Dienstleistungsinflation ohne den Bereich Housing, auf den die Fed sehr stark achtet. Der war im Vormonat negativ. Jetzt haben wir einen Anstieg wieder von 0,2 zum Vormonat. Also das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Denn wie gesagt, die Fed achtet sehr stark drauf. Hier sehen wir mal die einzelnen Komponenten. Wenn Sie da in der Spalte Juli gucken, dann sehen Sie, die allermeisten sind positiv. Was negativ ist, vor allem hier Autos, Gebrauchte und den Neuwagen, Apparel, also Kleidung, Energy Service waren negativ mit minus 0,1% zum Vorjahresmonat. Und das ist vielleicht relevant. Da sehen wir, dass vor allem Transport, Strom, Essen außer Haus, medizinische Versorgung teurer geworden sind. Und vor allem Autos, Benzin, Heizöl günstiger geworden ist. Ein kleines Problem besteht. Wir haben ja jetzt wieder ein positives Geldmengen M2-Wachstum. Das war ja lange nicht der Fall. Da ist die Geldmenge M2 zurückgegangen. Jetzt sehen wir, dass das Ganze wieder nach oben geht. Und das könnte die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger machen, auch für die US-Notenbank. Und hier sehen wir mal die Supercore, wie die zum Vormonat wieder gestiegen ist, zum Vorjahresmonat allerdings aufgrund der Basiseffekte leicht gefallen ist. Also schwierig zu interpretierende Daten, gar keine Frage. Aber wir haben ja jetzt den Anstieg des Ölpreises gehabt. Einerseits, wir haben auf der anderen Seite eben auch den Anstieg der Containerpreise. Nachdem ja die Schiffe ums Kap der guten Hoffnung fahren müssen, dadurch länger brauchen, mehr Kosten haben aufgrund der längeren Strecke. Also das sind so zwei Faktoren, die wahrscheinlich auch die US-Notenbank im Blick haben wird. Biden jedenfalls hat sich geäußert und hat gesagt, ja, Preise immer noch zu hoch und die großen Firmen, die machen nicht genug, um die Preise zu senken. Also es sind die Firmen, die Bösen offenkundig, aber ein Faktor auch die Komponente Rents, also Housing, wenn man so will, die ja dominant ist fast schon bei der Berechnung der Inflation, ein Drittel etwa ausmacht. Da haben wir Shelter Inflation 0,33% zum Vormonat und Rent Inflation 0,42% zum Vormonat. Also hier diese sogenannte Homeowners Equivalent Rent und all diese Geschichten, die damit reinspielen. Wir sehen also, dass die Mietkomponente hier wieder gestiegen ist und hier sagt ein Kommentator, naja, jetzt werden die wahrscheinlich die Zinsen senken in eine Situation, wo letztendlich die Rent Inflation wieder anzieht, also die Housing Inflation wieder anziehen wird. Und das sehen wir auch schon etwa bei den Hypothekenanträgen, die Mortgage Refinancing oder die Mortgage-Anträge, die Hypothekenanträge, die sind in der Woche jetzt um sage und schreibe 16,8% gestiegen, in der Vorwoche bereits schon 6,9% gestiegen. Warum? Weil die Leute sich sagen, hey, die Zinsen werden bald fallen, dann wird die Finanzierung günstiger. Das sehen wir hier, die 30-jährige Mortgage-Rate ist jetzt durchschnittlich bei 6,54%. Das ist der größte Anstieg, den wir jetzt gesehen haben hier in diesem Bereich seit Corona, kann man sagen. Also
die Erwartung sinkender Zinsen, die führt dazu, dass wir wahrscheinlich diese Hauspreisinflation oder die Housing Inflation wieder steigen sehen. Deswegen täte die Fed gut daran, hier ein bisschen vorsichtig zu sein und vor allem diese Rufe nach Notzinssenkung oder vor allem die Erwartung der Märkte, die in den Fed Fund Futures eingepreist ist, dass die Fed 0,5% im September die Zinsen senkt, die erscheint wirklich ein bisschen seltsam, zumal wir jetzt auch gesehen haben, und das könnte auch an den Containerpreisen liegen, dass die Güterpreisdeflation offenkundig jetzt zu Ende gekommen ist. Das Ganze geht wieder nach oben. Wir waren jetzt wieder einige Monate im Abwärtstrend, im Grunde seit Februar, März. Also Güterpreisinflation zieht jetzt wieder etwas an. Wie gesagt, ein Punkt könnte hier diese Container, also die Transportkosten sein, die allgemein anziehen. Und hier sehen wir mal das, was vor den Daten der Fall war, nämlich die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit für den September gerechnet, dass die Fed die Zinsen senkt, 53,8%. Jetzt sind es nur noch 41%, also man verabschiedet sich so ein bisschen von dem feuchten Traum, dass die Fed die Zinsen wirklich um 0,5% senken wird. Und was sagt denn der Fed-Flüsterer dazu, der Nick Timmy raus? Der schreibt nämlich jetzt auf Deutsch, ich habe den Nick heute angerufen und gesagt, Timmy, du schreibst da mal auf Deutsch, Schnellwort, das kannst du doch. Dann hat er gesagt, der Freilich, der spricht das sehr gutes Bayerisch, der Nick, ne? Und sagt ja, also das ist jetzt eben eine ganz komplizierte Geschichte. Hier wird wahrscheinlich die Zinssenkung im September kommen. Viele spricht dafür, dass es 0,25 sind, es sei denn eben der Arbeitsmarkt kühlt sehr, sehr stark ab. Aber wichtig auch, es kommen ja dann auch die Prognosen, die SEPs, also wie wird die Inflation sich entwickeln, wie wird die Wirtschaft sich entwickeln, das wird ja nur alle 3 Monate, 4-mal im Jahr gemacht. Die September-Sitzung ist so eine Sitzung, wo das passiert, und hat der Nicky gesagt, okay, das schreibe ich jetzt einmal auf Deutsch, und damit die Zuseher dieser Videos das auch dann direkt verstehen. Eins ist auch klar, das war so ein bisschen schon das Thema gestern bei den Erzeugerpreisen, naja, Erzeugerpreise, das sind die Preise ab Fabrik, nicht die Kosten. Das war auch eine Frage, die in den Kommentaren oft gestellt wurde. Das sind nicht die Kosten für die Firmen, die sie haben, um ein Gut zu produzieren, sondern es sind die Preise ab Fabrik, also die Verkaufspreise, meistens an den Großhandel, der sie dann weiter an den Einzelhandel verteilt. Und wenn die Erzeugerpreise nicht stark steigen, dann zeigt das eben, dass man die Preissteigerungen oder dass man die Preise nicht mehr diktieren kann, dass man die Preissetzungsmacht verliert. Und insgesamt sehen wir, dass auch wenn die Inflation zurückgeht, eben auch die Preissetzungsmacht der Unternehmen, die Margen also zurückgehen. Immerhin, wir sehen jetzt, dass die Inflation wieder über den, also die CPI wieder über den Erzeugerpreisen liegt, eine kleine Margenerholung vielleicht möglich ist, aber der Druck scheint weiter zu bleiben. So hat jetzt ein Kommentator bei Bloomberg gesagt, also schaut mal hier, liebe Leute, wir haben jetzt eine Labor Data First Fed, also eine Fed, die sich vorwiegend jetzt für die Arbeitsmarktdaten interessieren wird. Not an Inflation Data First Fed. Und die reinkommenden Arbeitsmarktdaten werden entscheiden, wie aggressiv die Fed die Zinsen senken wird. Morgen kriegen wir ja die Erstanträge, die in der letzten Woche so eine absurde Party an den Märkten ausgelöst haben. Und wir bekommen die Einzelhandelsumsätze. Das wird auch sehr wichtig sein. Und hier auch Game of Trade sagt auch zum Beispiel, Fokus wird sich jetzt mehr und mehr von den Inflationsrisiken, die nach wie vor da sind, aber eben nicht mehr so dominant sind, wie jetzt die Rezessionsrisiken dominant werden könnten, wird sich dieser Fokus verschieben. Und diese Rezessionsrisiken, die kommen auch von außerhalb. Wir haben heute Aussagen des größten Stahlkonzerns der Welt, ein Chinesische, der heißt Bao Wu Steel Group. Und da hat, wie heißt der, der Hung Wang Ning, der Hung, da hat er gesagt, dass also die Lage wirklich harsch sei. Wir haben ökonomische Bedingungen wie ein harscher Winter, so hat er es gesagt. Und das dauert viel länger, als wir erwartet hatten. Und wir haben auch in der Eurozone hier die Industrieproduktion wieder sehr, sehr schwach. 3,9% schwächer als noch im Vorjahresmonat. Also
Wenn Europa nicht so richtig auf die Beine kommt, China eben auch nicht, dann werden wir auch in den USA kein Konjunkturwunder mehr sehen, zumal eben diese Gelddruckerei, diese massive Schuldenorgie der derzeitigen Regierung wohl nicht sich so fortsetzen lässt, es sei denn, es kommt Donald, der wird dann dafür sorgen, dass das passiert. Aber nochmal zurück nach China. Wir müssen eins vielleicht mal ins Auge fassen, warum die chinesische Konjunktur nicht auf die Füße kommt. Das liegt einfach am Immobilienmarkt. Für die Chinesen ist der Immobilienmarkt der Wertspeicher schlechthin. Da gibt es nicht viel andere Alternativen. Jetzt haben wir in China 48 Millionen bereits gekaufte, aber nicht vollendete Häuser. Das heißt, viele Chinesen sind vor der Situation, dass sie ein Haus schon weitgehend oder komplett bezahlt haben, aber das Haus wird nicht fertig, weil die Baufirma ein Riesenthema hat. Das heißt, die haben natürlich dadurch erhebliche Vermögensverluste. Und diese 48 Millionen Immobilien, das ist mehr als Deutschland gesamt an Immobilien hat. Das muss man sich mal vorstellen. Die Immobilienpreise fallen nicht. Etc. etc. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Diese 2,9% in der Headline, das war das, was im Grunde auch von Wettplattformen erwartet war, das, was weitgehend auch der Konsens war, schwankte so zwischen 2,9 und 3,0% zum Vorjahresmonat. Und jetzt nochmal vielleicht einen Schritt zurück zu den Margen. Also wie schaut es denn aus bei den Unternehmen? Wie steht es denn um den Konsumenten und die Wirtschaft? Und hier sehen wir, laut Bloomberg sind die Earnings Surprises, also die positiven Überraschungen, auf dem niedrigsten Stand seit dem vierten Quartal 2022, also seit um und bei 1,5 bis 1,75 Jahren. Das ist durchaus interessant. Gleichwohl sehen wir, dass der Kaufrausch weiter da ist bei Dippe. Und normalerweise siehst du ja, wenn wirklich der Boden erreicht ist, dass die Depression auch hoch ist. Das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Wir haben praktisch kaum einen Stimmungseinbruch an den Märkten. Und was kauft man? Tech, weil eben auch die Alternativen nicht mehr so richtig gut aussehen. Eine Zeit lang hieß es ja, Mensch, wir kaufen jetzt die Verlierer, zum Beispiel aus dem Nebenwerteindex Russell 2000. Aber wie die Bank of America sagt, die sind in einer Earnings Recession. Das heißt, deren Gewinne gehen zurück. Ohnehin fast die Hälfte machen ja Verluste dieser Nebenwerte. Also sagt man, naja, wenn ihr sozusagen keine Russell 2000 Werte kaufen könnt und jetzt mal ein bisschen das Risiko minimieren wollt bei den großen Tech-Aktien, dann kauft doch den gleichgewichteten S&P 500. Vielleicht gar keine so schlechte Idee in Ermangelung von Alternativen. Und Spot Gamma, die wahrscheinlich beste Optionsplattform, die Sie finden werden, die sagen, also diese Dinge sind nicht so klar, wie die gestrige Rallye sie haben erscheinen lassen. Da schließt man daraus, dass da durchaus noch Stresspotenzial auch ist im Markt, wenn man sich jetzt mal die Optionspositionierungen anschaut. Ohnehin waren ja alle sehr, sehr optimistisch, dass die nächste Rallye kommt mit den heutigen Inflationsdaten. Wer weiß, wie die Märkte heute enden. Wie gesagt, zuletzt ging es jetzt mal runter. Das kann sich dann wieder ändern, weil wir heute sehr volatil unterwegs sind. Google ist schwach dagegen. Hier verliert man 3%, weil die Zerschlagung droht nach einem Urteil, Monopolurteil. Und ja, Google ist ein Monopolist. Ich kann ein Lied davon singen. Wir sind, was die Laufkundschaft bei Finanzmarktwelt betrifft, absolut davon abhängig. Und da passieren Dinge, die man sich kaum vorstellen kann. Ich kann keine chinesische Quelle zitieren, selbst die South China Morning Post, die ein hervorragendes Medium ist, das nicht regierungsabhängig ist. Sofort kommt von Google eine Warnmeldung, hier Verstoß gegen Richtlinien. Also das ist schon eine ziemlich woke Geschichte, die da passiert, auch an anderen Stellen. Das zeigt sich bei so vielen Bereichen, wo man sagt, also das geht gar nicht, hier Warnung, so darfst du das nicht machen. Das ist indirekt schon eine Zensurmaschine. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, diese Zensurmaschine, die hat es ermöglicht, dass unsere Leitmedien weiter überleben, weil Google irgendwann gesagt hat, um Donald Trump zu verhindern, das war kurz vor den Wahlen damals, passt auf, liebe deutsche Verlage, ihr wolltet ja die ganze Zeit, dass wir euch Geld bezahlen, wenn ihr praktisch mit den ersten zwei, drei Zeilen in der Suchmaschine erscheint, machen wir aber nicht. Und plötzlich hat man umgesteuert und gesagt, doch, machen wir. Wir wollen ja die Wahrheit befördern und die Wahrheit war, wir wollen keinen Trump haben. Und jetzt droht eben die Zerschlagung, weil Google praktisch mit Integrationen bei Microsoft und so weiter zu dominant geworden ist, es keine Alternative mehr gibt. Und
Sir Donald ist eh jetzt nicht gerade ein Google-Fan, der hat ja gesagt, also ich fordere meine Anhänger auf, nicht mehr zu googeln, sondern andere Suchmaschinen zu nutzen. Eins ist aber interessant, plötzlich führt ja Kamala Harris in den Umfragen, wie hier die führende Wettplattform sagt, mit 53%. Und das ist ein Meisterwerk der Medien, denn noch vor kurzem war Kamala Harris ja Tenor, also die hat gar nicht das Potenzial, die hat gar nicht die Fähigkeiten, die ist ja ein Totalausfall und das war ja durchaus nicht ganz unbegründet, möchte ich sagen. Das ist jetzt keine Trump-Propaganda, den halte ich für gefährlich, vor allem für die Stabilität der Märkte langfristig und er sagt auch das eine oder andere, was echt nicht so ganz koscher ist, aber unsere Kamala Harris ist plötzlich zu einer Art Ikone, zu einer Heiligen geworden und es ist vielleicht kein Zufall, dass diese Frau noch kein freies Interview gegeben hat, dass die Frau irgendwie überhaupt nicht in Erscheinung tritt, wenn überhaupt nur in vorgefertigten Reden und plötzlich ist sie die Ikone. Das ist sehr schnell gegangen und auch letztendlich Konzernen wie Google geschuldet, die das natürlich mit pushen. Und weiter geht's, wenn wir jetzt nochmal, bevor wir zum Ende kommen, nach Deutschland kommen. Wir haben hier in Deutschland 5 verlorene Jahre und das liegt eben auch an einem Mindset, das hier der Fall ist. Wir sehen, dass die Produktivität in Deutschland nicht mehr steigt. Und das liegt vor allem daran, nicht nur an Deindustrialisierung, die wiederum durch eine verfehlte Energiepolitik entsteht, Überregulierung, die im deutschen Wesenscharakter offenkundig verankert ist, sondern es ist letztendlich eine Indoktrination, die hier, wie Michel Arouet schreibt, der Fall ist, nicht hart arbeiten, nicht irgendwie sich anstrengen, sondern ja, sozialistische Verteilung, gell, wir berichten in der Tagesschau 5 Minuten über den CSD, aber andere zentrale Ereignisse kommen nicht mal zur Sprache, da muss man sich schon fragen, ist da eine Agenda am Start? Und die Antwort ist leider ja und viele werden von dieser Agenda sehr stark beeinflusst, von diesen Werten beeinflusst und wir brauchen uns dann nicht wundern, wenn wir noch von der Substanz ein bisschen leben können, aber die Substanz eben immer knapper wird. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Empfehlungen. Der Euro steigt über die 1,10, höchster Stand des Jahres. Wow, das ist mutig angesichts der Konjunkturlage. Man erwartet, dass die Fed schneller die Zinsen senken wird als die EZB. Good luck with that. Erste Empfehlung, 2. Empfehlung. Und das ist ein absolutes Must, meine Damen und Herren. Ich hatte es heute Morgen schon empfohlen, aber viele haben wahrscheinlich erst abends Zeit. Wenn Sie wissen wollen, was in Japan vor allem mit dem Carry Trade los ist, das ist das Beste, was Sie sehen werden. Das garantiere ich Ihnen. Fängt so ein bisschen Suche an, aber von Minute zu Minute wird das intensiver und aufschlussreicher. Absolut top. Rüdiger Born mit einem japanischen Fachmann spricht also das Ganze auf Deutsch, ein Deutsch-Japaner offenkundig. Absolut sehenswert. 2. Empfehlung unbedingt machen, meine Damen und Herren, wenn Sie nur die Zeit irgendwie aufbringen können oder bookmarken Sie sich das, weil das ist absolute Qualität und dann nochmal, Google droht die Zerschlagung, das Monopolurteil, was da eigentlich mit los ist, diese 3 Empfehlungen, jetzt sage ich Servus, ciao.